herzlich willkommen zu Panel 5. Der Titel des Panels ist Übergänge bei Nishida und wir haben zwei Präsentatoren. Einmal Francesca Greco von der Universität Hildesheim und Philipp Gojanov von den Universitäten Prag und Wien. Und ja, Francesca Greco wird beginnen. Wir haben pro Vortrag 45 Minuten für Präsentation plus Diskussion. Wenn 30 Minuten rum sind, gebe ich ein kleines Zeichen. Ja. Dann kannst du selbst entscheiden, wie lange du drüber reden möchtest. Okay. Danke. Ich würde dann sofort loslegen, weil ich nicht ganz sicher bin, wie lange das dauert und ob ich das steuern kann. So, meine Präsentation trägt den Titel Passo Seca Grenze. Übergangsorte zwischen Identitäten und Differenzen. In Verbindung zu dem Thema der vierten Konferenz der European Network of Japanese Philosophy ist es das Ziel meines Beitrages, die Natur und die Modalitäten von Übergängen zu untersuchen, sowie sie zur Aufstellung einer philosophischen Methodik führen. Dafür wende ich mich am charakteristischen Denkenvorgang Nishida Kitaros orientieren und werde der Entwicklung seiner Logik des Ortes in den Werken Ort und Ortlogik und religiöse Weltanschauung beide in der Übersetzung von Rolf Elberfeld folgen. Und am Ende Nishidas Darstellung in meiner noch unvollständigen Forschung näher zu rücken, welche aus einer Kritik am Dualismus kommt und sich in diesem Kontext auf einer phänomenologischen Abhandlung der Grenze im Sinne der Schwelle fokussiert. Leitfaden der Argumentation wird das Übergehen bleiben. Und dementsprechend werden nishidasche Begriffe wie Ort, Welt unterschiedliche Übergangsmöglichkeiten schildern, die uns zu einer Untersuchung der Auffassung von Grenze führen. Meine Interpretation dieser Ausdrücke dreht sich um die unterschiedlichen Bewegungen und Richtungen des Übergehens. Das Übergehen ist eine vielfältige Bewegung, wobei sie eine Durchgangsphase aus einem Zustand zu einem anderen bezeichnet. Diese Veränderung öffnet die Transitivität einer Zwischenstufe, die zwei oder mehrere Ebenen verbindet. Aber Übergang beschreibt nicht nur einen Wechselmoment, sondern vielmehr eine allgemeine Umgestaltung jeglicher Verhältnisse im Religiösen, zum Beispiel Übertritt, sowie im Politischen, wie Exponatio Urbis, Sinn. Ort und Welt werden hier als Strichworte verwendet, die auf dem Stand von Nishidas Gedanken in den Jahren 27. und 45 zurückgehen, wobei das Leitwort Logik und der erkenntnistheoretische Ansatz bei ihm eine Konstante geblieben sind. Logik ist bei Nishida nicht mit einem formalen Logik gleichzusetzen, sondern stellt eine Methode dar, der Nishida folgt, einerseits um zum Ort des Absoluten nicht zu gelangen und andererseits um Welt zum Ausdruck zu bringen. Diese suchende Methodik ist in seinem Text deutlich performativ erkennbar. Ich zitiere: Es handelt sich vielmehr um Texte, die im Kernbereich philosophischer Grundlegung neue Wege suchen. Diese Situation gibt der Philosophie Nishidas zugleich eine eigentümliche Dynamik, die zu weiteren Auseinandersetzungen herausfordert. Ich zitiere die Einführung von Rolf Elberfeld. Um zuverlässig seiner eigenen Gedankenentwicklung zu folgen, geht Nishida stets von einer Intuition zu einem anderen Ausdruck unter verschiedene Einflüsse über. Und immer wieder, ich zitiere nochmal, immer wieder zieht er im Lauf seines Textes neue Topoi heran, um seinen Gedanken aus verschiedenen Richtungen zu erproben. In Bezug auf die eigentümliche philosophische und rhetorische Methodik seines Vorgehens von den Vorworten zu seinen Werken merkt Rolf Elberfeld an, dass Nishida selber es nicht für nötig gehalten hat, diese Spuren seines Denkens zu verwischen. Diese Spuren
diese Spuren gehören wesentlich zum Philosophieren Nishida und sie zeigen uns die Gestaltung von Übergängen in seinem Denken. Nishida ist ein Denker des Übergangs, schreibt Rolf Elberfeld weiter in seiner Einleitung zur Logik des Ortes. Und seine Philosophie ist eine immer offene Denkwerkstatt, würde ich hinzufügen. Somit sind seine Texte Suchbewegungen, situiert in einem weltgeschichtlichen Prozess. Und von daher ist es kein Wunder, dass diese Situation nicht zu kristallisierenden und leicht nachvollziehbaren Texten führt. Diese Vorgehensweise zeigt performativ die Bewegung des Übergehens wohl als einen Schlüsselstein auf, der uns einen besonderen Zugang zum Denken Nishida erteilt. Hier werde ich mich eher mehr auf die Art und Weise als auf die Inhalte im Hinblick auf das Wechselspiel zwischen Identitäten und Differenzen konzentrieren. Die Kernbewegung des Ortaufsatzes weist sich als übersteigender Subsumptionsprozess aus, die sich nach außen ausrichtet und dabei nach einem Ort, Basho, sucht, der alle Existierenden in sich umfasst. Die Leitidee des Aufsatzes ist es, dass ein Seiendes sich in etwas befinden muss, und wenn Dinge einmal entdeckt haben, wo sie sich befinden, werden sie, was sie wirklich sind. Nishida bohrt im gesamten Aufsatz an vielen unterschiedlichen Orten immer tiefer beim Gegenüberstellen der Gegensätze bis zur Auflösung derselben. Die Suche nach diesem allumfassenden Ort, was Nishida einfach Basho nennt, startet und setzt sich fort, indem man gegen bestimmte Grenzen stößt und sie dann übergeht. Auf diesem Weg wird beispielsweise das Urteil, ich zitiere Nishida, das Urteil ein selbstidentisches, erreicht seine Grenze und übersteigt dann die Umrisslinie des Selbstidentischen. So wird es zum Willen. Das Überschreiten dieser Grenzlinie führt uns letztendlich tiefer hin zum Ort des absoluten Nichts, worin alle anderen Orte und Gegenstände gespiegelt werden. Selbst wenn man beide, Form und Inhalt in diesem Fall, vereinigt sind und sich ein einziges Ganzes vorstellt, muss es einen Ort geben, in dem diesen Ganzen gespiegelt werden kann. Und ich zitiere weiter, der Ort als solcher muss transzendent sein. Dieser Wendepunkt bedeutet also für mich, schreibt Nishida, durch den allgemeinen Begriff über den bereits bestimmten Ort hinauszugehen und vom Unterbegriff zum Oberbegriff herüberzugehen. Hier kann das Prädikative zum Hypokeimenon werden. Da die Subjektebene, die bisher das Seiende war, ganz und gar, wie sie ist, in die Prädikatsebene versinkt, ist auch der Wille enthalten, der das Allgemeine unter das Besondere subsumiert, erklärt Nishida. Diese Bewegung entsteht aus der Radikalisierung des Standpunktes bis zur Verschwindung derselben in der Beziehung zwischen Gegenständen, die sich im Ort wie im Raum treffen. Das Übergehen der unterschiedlichen Orte ist zentral, weil sich damit die sich auf verschiedenen Orten befindenden Dinge stets umgestalten. Das Bewusstsein überhaupt ist das Übergangstor vom gegenständlichen Nichts hin zum wahren Nichts, indem er, das Bewusstseinsakt, auch das Bewusstseins überhaupt übersteigt, dass das Übergangstor zum wahren Nichts ist, verwandelt sich zum Willensakt im weiten Sinne. Im Text spielt Nishida mit dem Wechsel der Perspektive. Das Bewusstsein nimmt nie eine bestimmte Perspektive an oder hält sie fest, weil das schlechtdieniges Nichts freier Standpunkt ist. Also kein Punkt, sondern ein Ort oder besser gesagt ein Feld,
oder ein gegenstandloser Gegenstand. Dieser Standpunkt ist der Standpunkt der Beziehung zwischen Dingen, welche Beziehung keine Substanz besitzt. Wenn jedoch die Substantialität der Dinge übergeht in die Beziehung zu dem Ort, worin, in dem sie sich befinden, werden die Dinge auf Kräfte reduziert. Und der Ort auf ein Kraftfeld. Ich zitiere nicht wieder weiter. Die verschiedenen Ebenen und Schichten der ineinander und übereinander gelagerten Orte sind im Letzten weder verankert in eine ideelle Welt, der Ideen, noch in einer irgendwie substanziell verfassten Grundlage, schreibt Eberfeld in der Einleitung vom Übersetzungsband Logik des Ortes. In seinem Aufsatz Ort legt Nishida den Fokus auf dem Ort, worin alle Dinge sich befinden müssen, und gibt diesem damit meiner Meinung nach den Eindruck, ihn gegenüber anderen Orten zu privilegieren. Die von Nishida beschriebenen Orte sind keine räumliche ausgedehnte Gegenstände, da sie nur in der Beziehung bzw. im Übergang von einem Ort zu einem anderen gesehen werden. Diese Orte sind also die Übergänge, die uns zu den Dingen bringen. Wie sie wirklich sind, im Übergang entdecken wir hervorhebend etwas mehr als die schlichte Veränderung eines Hinwegsgehens und nicht durch das Vergleichen von Gegensätzen. Das Unvereinbare des Ortes des Bewusstseins als Nichts und des Ortes des Seins lässt den Ort der Kraft hervorgehen. Im Übergang vom Ort des Seins zum Ort des wahren Nichts geht die Welt der Kraft hervor. Insofern es sich beim Ort des Seienden um bereits bestimmtes Seiende handelt, können wir die Kraft nicht erkennen. Trotz der Komplexität dieser Bewegung, die sich gleichzeitig zum Allgemeinen übersteigt und hin zum Besonderen versinkt, sehe ich in Nishidas Beschreibungen eine gewisse Linearität, die zielorientiert zum standlosen Punkt des Orts des absoluten Nichts strebt und versucht, diese Entdeckung nicht aus den Augen zu verlieren. Beispielsweise schaut man zum Ort des absoluten Nichts aus der Perspektive des Orts des Seins nach außen, und aus der Perspektive des Ortes des absoluten Nichts empfindet man alle Orte wie in ihm selbst einverleibt, um zu sagen, dass, ich zitiere Nishida, Urteil und Wille sind Erscheinungsweise bzw. Modi des Ortes des Nichts. Aus der Perspektive des Seins ist der Ort gegenüber tatsächlich ein Nichts bzw. Nichts Erkennbares, weil man aus dieser Perspektive nicht erkennen kann. Aus dem worin befindlichen kann man alle möglichen Perspektiven annehmen und zugleich verlassen, weil er sie alle in sich enthält und er selbst ein Nichts ist, sodass in diesem Ort alles empfangen werden kann. Der Ort des absoluten Nichts kennt in seiner Allumfassende kein Außen sozusagen, kein Fremden mehr. Ich zitiere Nishida. Es ist kein Besonderes, das unter ein bestimmtes Allgemeines subsumiert wird, sondern er zerbricht den Ort des Seins und ist eine Art Durchbrechende der Substitutionsbeziehung. Sich befinden in einem Ort im Sinne des sich überlagern, worauf alle Orte sich gleichzeitig befinden und einander übergehen, führt zum Primat der Einverleibung des In, auch wenn es Feld oder Orthaft verstanden würde. Ich zitiere Nishida nochmal. Die Berührung von einem Standpunkt mit einem höheren Standpunkt ist nicht so vorzustellen wie bei einer Linie und einem Bogen, die sich in einem Punkt berühren. Vielmehr lagern sich verschiedene allgemeine bzw. Orte übereinander. Das heißt, es befinden sich in unendlicher Weise Kreise wiederum in anderen Kreisen. Das gleichzeitig an der Modalität des Übergehens bis zum Basho ist,
dass der Ort des Absoluten nicht von der Welt übernommen und erweitert wird. In der Welt sowie im Ort gehen die Unterschiede zwischen den Dingen und Orten nicht verloren, wie Elberfeld betont. Ich zitiere: Nishida bleibt nicht dabei stehen, der Ort des Absoluten nicht zu thematisieren, sondern ihm geht es auch darum, die verschiedene Ebene der menschlichen Wirklichkeit auch durch den Gedanken des Ortes zu erhellen. So unterscheidet er dem Ort des Seins, dem Ort des Nichts und dem Ort des Absoluten Nichts, der alle letzte und allumfassende Ort worin ist. Zitat Ende. Dieser Ort wird von Nishida als aufnehmender und vereinigender Hintergrund von der gespiegelten Gegenstände gedacht, welche aber nicht in einem Einerlei des Absoluten nicht verschwinden. Was die Erkenntnismethode angeht, ist im Aufsatzort eine Radikalität zu sehen, die sich im späten Werk Ort, Logik und religiöse Weltanschauung in noch stärkere Verbindung mit der Bewegung des Übergehens zuspitzt. Die Wurzeln dieser Radikalisierung sind schon am Anfang des Aufsatzes Ort zu sehen. Wenn Nishida schreibt, ich zitiere: Im wahren Ort es ist nicht nur möglich, dass ein Ding in seinen Gegensatz, sondern sogar, dass es in das ihm Widersprechende übergeht. Zitat Ende. Das Bild und die Konsequenz der Widersprüchlichkeit im Kontext des Übergehens waren wahrscheinlich für Nishida im Jahr 1927 nicht weit genug durchgedacht und, ich zitiere, von der Welt des Gegensätze in die Welt des Widerspruchs hinüberzugehen und diesen Übergang schärfer beschreiben zu können. Ich zitiere nochmal: Wird der Ort jedoch schlechthin nichts, so verschwindet dieser Widerspruch. Und wir können wieder die je eigenständige Existenz sehen, wie bei Dingen, die sich im Raum befinden. Da die Bewegung des Übergehens nach dem Basho sucht, erscheint im Aufsatz, Ort ständig die Möglichkeit, diesen Ort zu substanzialisieren. Was Nishida sicherlich nicht meinte, aber was sich durch seinen Fokus auf diesen Ort ergeben könnte. Später löst Nishida diese Gefahr des Missverständnisses auf. Zeichen dafür, dass Nishida sein Denken für eine Wendung vorbereitet, ist für mich dort im Text zu erkennen, wenn immer häufiger Termini aus dem semantischen Kontext des Übergehens auftauchen. Schon von der Mitte des vierten Abschnittes an bis hin zu Ende des Aufsatzes Ort nimmt die Rede von Grenze, Rände, Rest, Umrisslinie, Umfang zu. Vorbildlich sind in diesem Zusammenhang die Andeutungen von Widersprüchen und von einer widersprüchlichen Selbstidentität der Gegensätze, die mit der Notwendigkeit eines Spielraums für den Wirkenden verbunden ist. Ähnlich wie Wirkendes bedeutet, dass sich die Subjektebene an die Prädikatsebene annähert, so nähert sich auch die Prädikatsebene an die Subjektebene an. Insofern die Prädikatsebene die Subjektsebene umfasst und noch ein Spielraum bleibt, wird sie zum Wirkenden. Wirken bedeutet, dass die Prädikatsebene, die das Subjekt umfasst und noch in sich Spielraum übrig lässt, in sich dieses Subjekt bestimmt. Dies bedeutet, dass Substitutionsverhältnisse von der Seite des Prädikats aus zu betrachten. Daher ist eine einzelne Substitutionsbeziehung von der Prädikatsebene aus gesehen, die das Subjekt umfasst und noch in sich Spielraum übrig lässt. Der Wille. In dem Bereich, in dem sie mit der Subjektsebene übereinstimmt, ist sie Urteil. Und in der Subjektsebene, die in der Prädikatsebene enthalten ist, wird sie zum Wirkenden. Im späten Aufsatzort Logik und religiöse Weltanschauung von 1945 ist die leitende Idee die Möglichkeit, Religion philosophisch durch die Ortlogik zu fassen. In diesem Werk versetzt Nishida seine Aufmerksamkeit auf die Gegenseitigkeit.
Gegenseitigkeit und das Gleichzeitige. So, des Erkenntnisverhältnisse in der Relativität des Selbstbewusstseins. Die Beziehung zwischen Wissendem und Gewusstem, die vor dem Hintergrund von Basho stattfinden, verdichtet sich im Begriff der sich selbst ausdruckenden Welt. Wenn das erkennende Subjekt, das eins mit einem Objekt ist, sich in einem Ort befindet, befindet sich nun in ein und dieselbe prädikative Ebene als Selbstbewusstsein oder Selbstgewahren in der Welt. Das Absolute von Basho drückt sich nun für Nishida in der widersprüchlichen Selbstidentität der Welt mit sich selbst aus. Wobei das gemeinsame Auftreten von gegenseitigen Merkmalen den Widerspruch nicht auslöst, sondern vielmehr den kreativen und dynamischen Ausdruck der Welt bildet. Mein Eindruck ist es, dass sobald Nishida Basho als Ort des Absoluten nicht aufgezeichnet und aufgedeckt hatte, widmet er sich in seinem Werk, die Modalitäten dieser Erkenntnisverhältnisse zu erkunden. Nishida verschärft seinen schon gerichteten Fokus auf die Beziehung Subjekt-Objekt oder Subjekt-Prädikat und erweckt damit das Gefühl, dass jede Spur von Substantialität oder Substratus, die im Aufsatzort noch anwesend war, sich in der selbstwidersprüchlichen Dynamik der Welt auslöst. Wissen bedeutet, dass das Ich sich selbst übersteigt und aus sich selbst heraustritt. Dies bedeutet umgekehrt, dass die Dinge zum Ich werden und uns selber bestimmen. Im innersten Grund unseres Selbstbewusstseins liegt etwas, das uns selbst durchaus übersteigt. Und je tiefer es sich selber weiß und gewahrt, umso mehr übersteigt es sich. Was im Aufsatzort eher spiegelt oder gespiegelt wurde, spiegelt er sich in sich selbst und zugleich einander und muss sich unweigerlich mit dieser Identitätswiderspruch auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung des Selbstgewahren mit sich selbst impliziert eine Selbstnegation und Selbstgestaltung derselben Welt. Was die Welt ist, sozusagen der Ort, das Feld, worin die Gegensätze sich treffen und wirken, aber nicht unabhängig von dieser Welt, sondern eher ausgehend von ihr, sodass sie die Welt gestalten und dementsprechend die Welt dank ihrer inneren Dynamik sich selber formt oder sich schon geformt hat. Die Zirkularität und Gegenseitigkeit dieser Bewegung ist von der Selbstnegation untrennbar, die im Kontext der widersprüchlichen Selbstidentität der Welt eine Stufe schärfer und keine bloße Negation sein kann. In der Selbstgestaltung der welthaften Welt als Selbstnegation zugleich Selbstbejahung des Absoluten muss jedoch vom Anfang an der negierende Aspekt enthalten sein. In der geschichtlichen Welt ist auf einer Ebene auch die Negation des Menschen enthalten. Das Absolute übersteigt nicht einfach das Relative. Denn es muss in sich durchaus Negationen enthalten. Folglich ist das Relative nicht bloß eine abstrakte Gestalt des Absoluten. Vielmehr muss es auch dessen Negation in sich enthalten und das Viele gegenüber dem Allgemeinen sein. Daher muss sich in einem Aspekt der sich selbst gestaltenden Entfaltung der geschichtlichen Welt die Welt sich selbst verlieren. Indem überall diese Selbstnegation enthalten ist, kann sich die Welt durch sich selbst erhalten. Denn Welt ist die absolute Realität, die durch sich selber wirkt. Durch die bloße Selbstnegation allein jedoch kann die Realität natürlich nicht durch sich selbst erhalten. Die Widersprüchlichkeit der Gegensätze, also fast eine Stufe höher oder einfach betonter in Basho, führt nicht wieder zur Problematik der Identität, die nun eine widersprüchliche ist. Paradoxerweise bildet die Widersprüchlichkeit einen gemeinsamen Boden für die Gegensätze, auf denen sie zusammenwirken können. Die Bewegung des Übergehens ist durch die Widersprüchlichkeit verstärkt, beschleunigt und verdichtet.
nicht nur aufgrund der überspannten Verhältnisse, sondern aufgrund der Verwandtschaft zwischen diesen zwei Extremen. Sie können nun nur als untrennbar gedacht werden und sich auch so eng miteinander verwickelt, dass ihr ständiges Ineinanderübergehen zwischen Selbst und Anderem, Identität und andererseits, von Nishida als Identitätsverhältnis, und zwar eine Soku-Identität, vorgestellt wird, da das Verändernde zugleich auch das Veränderte ist. Die Bewegung des Übergehens folgt nicht mehr einer mehr oder weniger bestimmten Richtung, wie auf der Suche des Basho. Sie tritt in alle Richtungen über und überflutet alles, was sie trifft. Der Beschaffenheit der Gegend folgend, hat diese Bewegung keine Richtung und zugleich alle Richtungen. Nishida selbst, nach dem Muster Zen-Buddhistischen, aber auch westlichen Erkenntnismethode, nennt es kreisförmig. Dies bedeutet nicht, im linearen Gegensatz von einer Seite zu einer anderen überzugehen, sondern es muss bedeuten, wie Shinran sagt, durch die andere Kraft aus der Irre befreit werden, beziehungsweise zirkulär sein. Meines Erachtens versteht man die Vielfältigkeit des Übergangsbewegungen, indem man sich die von Nishida erwähnte Gegensatzpaaren näher anschaut. Oft handelt es sich nicht einfach um sich geschichtlich streng ausschließende Gegenstände wie endlich, unendlich, Raum, Zeit, Negation und Bejahung und so weiter. Nishida schneidet in seinem Text verschiedene Figuren an, die keine feste Selbstnegation haben, aber diese haben im Gegensatz dazu mehrere Oppositionsmöglichkeiten, wie Gott, Mensch, Individuum, Natur, Leib, Tod. Manchmal spielt das Wir eine interessante Rolle, indem wir selbst Ausdruckpunkt der Welt oder auch Grenzen der Selbstbestimmung der geschichtlichen Welt sind. Die Welt ist die Grenze zwischen all diesen Negationsfiguren und gleichzeitig der Hintergrund, auf dem sie gespiegelt werden können. Absolutes Nichts werden und zugleich absolutes Sein empfangen, muss die Grenze des Selbstwidersprüchliches bilden. Doch genau hier kommt unser sich selbst gewahrende Selbst zustande. Indem wir die Handlungen unser Ich übersteigen, kennen wir es. Gewöhnlich nennt man dies Selbstbewusstsein. Aber das allein macht das Ich bloß zum allgemeinen vernünftigen Existenz. In diesem Fall gäbe es kein einmaliges, einziges Ich und damit auch kein wahres Selbstgewahren. Ich soll versuchen, ein bisschen schneller zu gehen eigentlich. Sorry. Ja, ich weiß. Okay, ich springe einfach. Ich hoffe, das ist nicht zu. Die Entdeckung der Einheit zugleich als Vielfalt des Selbstgewahren erinnert an die Erfahrung von Kensho, was Nishida mehrfach in seinem letzten Werk erwähnt. Im Zen-Buddhismus sagt man, im Erwachen zu sich selbst Buddha werden. Dieses Wort darf nicht missverstanden werden, auch wenn Erwachen mit dem chinesischen Zeichen für Sehen zum Ausdruck gebracht wird. So ist damit nicht das Sehen eines Gegenstandes außerhalb von mir gemeint und auch kein inneres reflexives Sehens unser Selbst. Sehen bedeutet eine Umwendung unseren Selbst. Vom Zen-Buddhismus inspiriert stellt Nishida Sehens und Werden auf eine Rangstufe, in dem Sehen eine globale Veränderung Kraft der Selbstnegation einbezieht. Das Absolute übersteigt nicht einfach das Relative, vielmehr muss es sich in seiner absoluten Selbstnegation sich selbst enthalten und sehen.
Die Ränder dieser Grenze bilden eine absolute Vermittlung zwischen den normalerweise zwei beteiligten widersprüchlichen Seiten der Beziehung. Von der Position des Vermittelnden aus betrachtet, sind die einander entgegengesetzt wirkende die beiden Ränder der Selbstbestimmung des Vermittelnden. Indem nun die gegenseitige Bestimmung der beiden Ränder eine Folge nach sich zieht, kann dies auch als die Selbstumgestaltung des widersprüchlich selbstidentisch Vermittelnden verstanden werden. Aus meiner Sicht bleibt der gegensätzliche oder widersprüchliche Ansatz Nishidas zu sehr von der Gefahr eines Dualismus bedroht und in einer entgegensetzenden Denkweise verfangen. Sich Übergänge ausschließlich auf zwei nach Nishida gegenseitig widersprüchliche Seiten bezogen, wenn die Welt im Vergleich zur Örtlichkeit des Aufsatzes Ort eine weitere Offenheit zu einer komplexen Relationalität aufzeigt, wieso bleibt Nishida in einem gegensätzlichen Denken gefesselt? Dies sind einige der Fragen, die mich außer zur Zusammenstellung einer Doktorarbeit, zur Auseinandersetzung mit der Räumlichkeit des Ortes, der Welt und des weniger erforschten Grenzenbegriff geführt haben und mich immer noch zur Beschäftigung mit Nishidas Philosophie anhalten. In Bezug auf meine erste Frage aber, bereits mit den anderen verbunden, ist mein Eindruck, dass Nishida mit Ausdrucke wie Grenze, Rand, Umfang, Rest, Umriss, Linie und so weiter etwas wie Spielräume meint, im Sinne von Felder, die sich in der Relationalität zwischen Kontinuität, Sorko-Diskontinuität, Identität, Sorko-Differenz gestalten lassen. Sarà decisivo allora reggere la tensione che emerge tra il proprio e l'altro del proprio, sentendo questo tra come un movimento, un passaggio, una soglia, non come luogo stabile o fisso. Schreib Gilardi. Soll ich das auch auf Deutsch lesen? Am besten? Ja. Entscheidend ist es, die Spannung zu halten, die zwischen dem eigenen in der Andersheit und der Andersheit im eigenen auftaucht, und dieses Zwischen als Bewegung zu spüren, als Übergang und Schwelle, nicht als stabiler oder fester Ort. Das Übergehen, denke ich also als eine horizontale Bewegung, wobei ich mich mit horizontale nicht das Gegenteil von vertikal gemeint ist. Im Falle Nishidas Denken würde man sofort einwenden, dass es sich eigentlich um eine vertikale und zugleich eine horizontale Bewegung handeln muss. Wenn ich von einer horizontalen Bewegung spreche, geschieht es nicht aufgrund der Ebenerdigkeit dieser Bewegung, sondern weil diese Bewegung den Horizonten aufmacht und Grenzen überschreitet. Danke. Sorry, Philipp, für die Zeit. Okay, wir haben jetzt noch 8 Minuten für Diskussion und Fragen. You can also post questions in English, I think. Yeah, I think too. So, also wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Kommentare, dann. Würdest du sagen, dass die leibliche Erfahrung einer Schwangerschaft eine höchstmythische Erfahrung wäre, im Sinne, also selbst Ort werden und nicht man selbst sein, aber irgendwie halt auch doch. Also dieser Prozess, dass etwas wächst in mir, ist ja nicht nur rein biologisch, sondern macht ja eigentlich hochphilosophische Momente auf ganz weiblicher Ebene. Dazu geäußert hat er sich sicherlich nicht. Soweit ich weiß. Danke, das ist mega interessant. Tatsächlich
denke ich, das wäre ein sehr, sehr schnelles Beispiel, sagen wir mal, um zu verstehen vielleicht, was Nishida meint, wenn er meint, dass Leib auch ein Ort ist. Andererseits denke ich, dass diese Erfahrung gehört zur Alltäglichkeit, soweit ich das verstehe. Und in der Schwangerschaft bestimmt merkt man tausendmal intensiver also etwas, das aber immer dabei ist. Und man könnte das auch in den unterschiedlichen Situationen merken. Nur die Schwangerschaft ist bestimmt so intensiv, dass das also man nichts anderes denken kann. Aber das weiß ich nicht. Also das ein Zocko? ja, was ich diese, ich denke, die sind ziemlich unterschiedliche Werke. er benutzt unterschiedliche Stile dort, Schreibstil auch. Und gleichzeitig merkt man natürlich eine Entwicklung von etwas, das vorher schon da war. Mein Fokus war hier auf die Bewegung. Das interessiert mich sehr, wirklich sehr, weil was ich sehr ansprechend an Nishida finde, ist genau diese Textbewegungen, die er sehr, sehr gut performieren kann im Schreiben. Und genau, ich wollte nur so meine Meinung teilen, dass ich habe das Gefühl, im Ort ist die Richtung ein bisschen mehr linear, so ganz gerichtet auf diesem Ort. Er sucht das, er versucht das auszudrucken, und Ortlogik und religiöse Weltanschauung, dieser Bewegung ist nicht mehr so fokussiert, so direkt, sondern es dehnt sich auf. Ich hatte versucht, eine phänomenologische Beschreibung zu machen, aber ich habe keine Zeit mehr. ich kann das schicken. aber genau, die Art und Weise der Bewegung im Text, ich rede nicht von Inhalte, finde ich ziemlich anders in diesem Spätwerk. Und es ist, ich habe das Gefühl, wie ein Ball, der sich ausdehnt und dann nochmal zusammenschrumpft und alles berührt und verbindet, sowas. Genau. Mein Eindruck war, dass wenn er von Welt spricht und versucht, diese gegenseitige Bewegung zu beschreiben, mein Eindruck ist, dass ihm diesen Begriff Grenze viel mehr helfen könnte, als er vielleicht gesehen hat. Also, er hat das nicht so betont, deswegen wollte ich versuchen, etwas zu finden, zu suchen in ihm oder weiterzuentwickeln. Und ich habe mich gefragt, wie kann diese Bewegung entstehen? Ist eine Spirale oder wie dehnt sich aus und so? Und ich denke, wenn wir näher an die Grenze gucken, was wirklich eine Art Spielraum, eine Art Ort ist, Feld, der nicht nur zwei Seiten berührt, sondern ein neues öffnet, diese Offenheit. Vielleicht, wenn wir dort gucken, in der Grenze, kann man vielleicht diesen Weltbegriff bei Nishida noch mehr, noch reicher machen oder so, war mein Eindruck. Ich habe auch eine Frage, weil ich denke gerade darüber nach, über deinen Ansatz über Räumlichkeit des Ortes. Insbesondere finde ich auch spannend, wie
Bewegung der Horizontalen und Vertikalen. Und ich meine, bei Nishida gelesen zu haben, dass er in seiner geschichtlichen Welt, dass diese ja letztendlich sowieso schon eine Zeitlichkeit immer inhärent hat. Das heißt, die Zeitlichkeit verortet er, glaube ich, als horizontale Linie oder gerichtet hat, möchte ich mal lieber so sagen. Und die Räumlichkeit kommt dazu, die richtet er dann in den Vertikalen auf. Und ich stelle mir das halt immer so vor, dass die geschichtliche Welt natürlich in sich selber auch zirkulär ist, weil sie ja letztendlich auch ein Ort ist, wie alle anderen Welten da auch. Und das würde mich einfach interessieren, wie du das interpretierst. Zumal es im Spätwerk, im Kukan-Aufsatz, ja auch um gekrümmte Linien geht und er auch diese Linienrisse, Punkte wieder aufgreift. Das zieht sich ja eigentlich durch sein ganzes Werk seit 1917. Ja. Wenn ich vielleicht zurück zur Bewegung gehen kann. Ich finde, ich versuche zu denken, wie kann eine Bewegung nicht linear sein, ne? um zu vermeiden, dass wir nur auf einer Ebene, entweder horizontal oder vertikal, oder zuerst horizontal und dann vertikal, weil es gibt auch so zeitliche Schwierigkeiten, ne? Das Gleichzeitige zu denken. Und ich denke, das hat Nishida auch versucht, tatsächlich so irgendwie zu malen. Er war selber Kalligraf und so. Und ich finde auch die Kalligraphie in meiner kleinen Erfahrung ein sehr gutes Beispiel, wenn man versucht, etwas zu schreiben. Man hat diese Muster im Kopf, man muss aber weggucken, man muss gucken, diese Muster, und dann auf diesem weißen Blatt nochmal gucken. Und die dort würde ich vermeiden zu denken, okay, zuerst das, dann halt, ne? Und dann diese andere und dann das und dann das. Es gibt eine, ich habe das Gefühl, dieser Muster bleibt in meinem Horizont, ne? Nicht, weil das horizontal ist. Also, ich habe diese Idee, wie das sein soll, und trotzdem kommt was anders, ne? Dieses Spiel, diese horizontale Spiele, ne, das würde ich gerne also weiter beschreiben, und bestimmt mit Punkte und Linie kann man viel mehr machen. Ja, übrigens, das war von. Okay, vielen Dank. Die Zeit ist jetzt leider rum. Ja, sorry. Vielen Dank für die Präsentation. Danke euch.